Einen wunderschönen Sonntagmorgen haben wir hier erleben auf dem Schlosshof in Dornach. Urs, was war eigentlich der Anlass heute? Heute haben wir wieder mal eine Brunchtour geführt, nicht in der Schützenhalle, mit den Kreisbachmusikanten von Breitenbach. Nicht, man hört es noch im Hintergrund, die haben eine lässige, tolle Marschmusik eingelassen. Wie bist du denn eigentlich jetzt auf die Idee gekommen? Sonst machst du ja normalerweise eher ein bisschen Jazz, aber jetzt ist so richtig Post abgegangen da. Ja, es ist fast wie in Griechenland. Auch die Gemeinde Dornach muss ein wenig sparen. Und der Kulturausschuss hat den Jazz-Brunch in dem Mass, den wir jetzt die letzten 15 Jahre gemacht haben, nicht mehr unterstützt. Und wir haben dann einen neuen Weg gesucht und sind dann auf die Kreisbach-Musikanten gestossen. Und die haben sich so bereit gestellt, hier mitzumachen, mitzuhelfen. Und ja, das ist wirklich ein toller Anlass. Wann kommt denn der nächste Anlass hier auf uns zu? Also ich bin mir sehr gewohnt, dass du zwischendurch noch ein Zelt aufstellst, wenn dich gerade irgendetwas blockt. Ja, wir werden der nächste grosse Anlass ist am 4. August, nicht am Sonntag. Dann haben wir die Stepping Stumpers hier und dann machen wir nochmal einen riesen Jazz-Brunch. Das mit der Zusammenarbeit mit den Stepping Stumpers selber. Also, dann denke ich, kommt hier offen, dann sehen Sie ja selber im Hintergrund, es ist einfach traumhaft. Dann kann man hier auf dieser wunderschönen Schlossterrasse sitzen und es einfach geniessen und sich freuen, einmal mehr ab der schönsten Region der ganzen Welt.